So, herzlich willkommen zu meinem ersten Video, beziehungsweise zu meinem ersten Podcast. Es kommt darauf an, wo ihr euch das anschaut, beziehungsweise eben anhört. Zuallererst, dieses Video, beziehungsweise dieser Audiolog erscheint sowohl auf YouTube als auch über Soundcloud. Ich werde euch jeweils das Video, beziehungsweise den Podcast dann nochmal unten drunter verlinken. Kommt eben darauf an, wo man sich das gerne anhören will, beziehungsweise anschauen will. Heute will ich einfach mal mit euch über die Xbox Scorpio sprechen. Sie kommt Ende 2017 raus, im Herbst höchstwahrscheinlich. Ich würde schätzen im Oktober, und wir haben jetzt erste Informationen. Und ich habe mir gedacht, ich würde heute einfach mal drüber sprechen, was denn oder wie es denn mit der Leistung aussieht, mit den Spielen, wie sich es denn im Vergleich sieht zur Sony Hardware, zur PS4 oder beziehungsweise zur PS4 Pro, zur Nintendo, jetzt mit der neuen Switch und natürlich auch zur alten Xbox. Wird die alte Xbox hinterhergelassen? Wird die fallen gelassen? Ja, können Spieler der alten Xbox One, ja, der alten in Anführungsstrichen, ne, von 2013, können die dann wirklich noch auf neue Spiele setzen? Und da würde ich auch gerne einfach anfangen. Ja, die alte Xbox One, beziehungsweise die Xbox One S, relativ Hardware gleich, ne? Ein bisschen stärker ist die Xbox One S, bedingt durch ihre 4K-Fähigkeit, merkt man in Spielen allerdings nicht allzu sehr. Wird natürlich ein Riesensprung sein zur Xbox Scorpio, und jeder, der einen 4K-TV hat und wirklich auf Leistung Wert legt, sollte sie sich zulegen, sofern das im Portemonnaie einigermaßen stimmt. Gesetz dafür ist natürlich, dass man 4K-TV zu Hause hat. Microsoft sagt zwar, okay, ihr profitiert auch, wenn ihr ein 1080p-Display habt, allerdings nicht wirklich meines Erachtens nach. Zum einen wird die Framerate vielleicht minimal stabiler sein, die Auflösung vielleicht etwas höher, wenn es vorher in 900p lief, läuft es jetzt in Full HD. Viel mehr werdet ihr nicht erreichen. Klar, Kantenglättung wird etwas stärker sein. Allerdings muss man sich fragen, ob man 500 Euro oder mehr, wir kommen nachher zum Preis, ausgeben möchte für eine Konsole, wenn man eigentlich die gleiche Konsole, zumindest für die gleichen Spiele und damit auch die gleichen Exklusivtitel von Microsoft, schon im Haus hat. Natürlich muss es jeder selber wissen. Ich würde es niemandem raten, das zu tun. Und da komme ich wieder zurück, die alte Xbox wird natürlich noch unterstützt werden. Der Unterschied wird sich darauf belaufen, zumindest sagt es Microsoft, und ich glaube denen auch soweit, dass sie sich vorstellen, mit der neuen Xbox dann gar keine neue Xbox-Iteration mehr rauszubekommen. Also es kommt jetzt nicht die Xbox, ich nenne es mal 2 oder so, ne, in 3 Jahren, sondern es wird halt alle 3 Jahre eine neue Xbox geben mit Abwärtskompatibilität. Das heißt, die alten Spiele laufen auf der neuen Konsole und die neuen Spiele laufen noch auf der alten Konsole. Irgendwann wird natürlich auch mal eine ganz alte Hardware, also nehmen wir an, jetzt kommt die Xbox Scorpio, 3 Jahre später kommt die nächste Xbox, dann wird vielleicht die Hardware, die dann kommt, nicht mehr auf der alten Xbox One von 2013 laufen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie auf dem PC. Irgendwann läuft eben mit eurer Hardware, ich weiß nicht, mit einer GTX 660 oder so von 2012, irgendwann laufen halt die neuen Spiele nicht mehr drauf. Klar, man kann sie noch installieren und man kann es noch starten, allerdings selbst in den niedrigsten Detailauflösungen und niedrigsten Detaileinstellungen läuft es einfach nicht mehr so, wie es laufen soll. Und von daher wird man irgendwann aufgeben, neue Spiele dafür noch rauszubringen und sich dann daran orientieren, dass Leute eben tatsächlich die stärkste Konsole haben können, wohl dann auch auf dem Markt, sei denn Sony zieht nach, das wird man dann sehen. Wenn man früher neue Konsolen rausbringt, allerdings den Leuten, denen es nicht so wichtig ist, wie die Grafik aussieht, die werden dann nicht fallen gelassen, sondern für die macht es ja gar keinen so großen Unterschied. Allerdings muss man dann wiederum auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Battlefield 1 zum Beispiel läuft auf der Xbox One beschissen. Ja. Im Offline-Modus geht es noch irgendwie, im Online-Modus ist es wirklich eine Katastrophe. Die Framerate läuft irgendwo, ja, 60 sieht sie relativ selten. 30 gefühlt häufiger. Zwar in hohen 30er Bereichen, allerdings ist es für einen kompetitiven Shooter einfach, das geht nicht, ja. Und wenn ihr Leute seid, die eben mit einem Controller gerne Online-Spiele spielen, ist in Ordnung, muss ja nicht jeder mit Maus und Tastatur spielen, erst recht, wenn man keinen Gaming-PC zu Hause hat, dann wird das wohl kaum funktionieren. Dann sollte man aber trotzdem auf 60 FPS setzen. Und dadurch, dass die Spiele einigermaßen aussehen sollen, jetzt in dem Fall bei der Xbox, soll das eben auch der Fall sein, laufen sie dann einfach nicht so gut.
Und ihr sagt mir, okay, ich sehe keinen Unterschied zwischen 30 und 60 FPS. Doch, den sieht man. Und zweitens, den fühlt man auch. Zwischen 16,6 Millisekunden bei 60 FPS und 33 Millisekunden bei 30 FPS. Da liegt einfach die doppelte Zeit dazwischen. Und noch schlimmer wird es eben, wenn die Framerate springt. Und zwar hoch und runter, wie sie gerade lustig und launig ist. Dann sind die Frame Times einfach schlecht. Das merkt ihr in der Controller Responsiveness, also wie gut der Controller darauf reagiert, auf eure Eingabe, wie hoch der Input-Lag ist. Und der fühlt sich einfach deutlich schlechter an. Und damit das Bild halt nicht zerreißt, wird in dem Moment V-Sync eingesetzt, was dazu führt, dass das Bild einigermaßen stabil aussieht. Allerdings könnt ihr dadurch nicht ganz so gut reagieren, wenn die Framerate nicht stabil ist. Jetzt ist die Sache so, die neue Xbox Scorpio wird FastSync von AMD unterstützen, also wenn ihr einen FastSync TV, welche wohl zum Ende des Jahres dann tatsächlich auch kommen werden, nicht nur Bildschirme, momentan gibt es halt Bildschirme mit FastSync, dann eben auch TVs mit FastSync, ne, für die Xbox dann dementsprechend, habt, dann ist es so, dass wenn eure Konsole mal unter die 60 FPS oder unter die 30 FPS fällt, dass es dann nicht zu Tearing, also zum Zerreißen des Bildes kommt. Müsst ihr es einfach mal googeln, wenn ihr nicht genau wisst, was es ist. Sehr schöne, sehr unschön, sage ich mal, sieht es aus, aber es gibt sehr schöne Beispiele dafür an Bildern. Dafür bleibt das Bild aber stabil und auch eure, Eingabeverzögerung wird nicht deutlich erhöht. Ja? Was es deutlich angenehmer macht. Allerdings müsst ihr euch dann vorstellen, ihr spielt jetzt zum Beispiel das neue Battlefield oder Star Wars Battlefront oder so und es läuft halt auf eurer alten Konsole, die ihr habt. Ja, alten Anführungsstrichen 2013. Auf einem 2013er Modell läuft es halt mit, ja, ich sag mal 40 bis 60 FPS irgendwo da dazwischen. Und es läuft halt nicht ganz perfekt. Und der kommt halt mit seiner Xbox Scorpio an. Bei ihm läuft es eben perfekt oder relativ perfekt und der hat dann deutliche Vorteile gegenüber euch, was man klar am PC-Markt auch sieht, allerdings trifft es jetzt auch die Konsolen. Man sieht es schon bei der PS4 Pro als Beispiel mit Battlefield 1, das läuft einfach deutlich besser und in einer deutlich höheren Auflösung. Pfeifen mal auf die höhere Auflösung, das ist noch okay, aber eben auch in einer höheren, mit einer höheren Bildrate. Ne? Das wird sich eben negativ auf euch auswirken, wenn ihr das wirklich kompetitiv spielt im Online-Multiplayer. Ist es einfach nicht ganz so angenehm. Zumindest bei Spielen wie jetzt Battlefield 1, wo die Framerate hoch und runter sinkt und hoch geht, wie sie gerade Lust und Laune hat. In FIFA 17 oder so ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Das läuft stabil auf 60 FPS oder relativ stabil. Sowohl auf der PS4 Pro, auf der PS4, auf der Xbox One wird auch stabil auf der Scorpio laufen. Ob jetzt eine höhere Auflösung ist jetzt nicht ganz so dramatisch wichtig. Dann kommen wir auch direkt zur Leistung. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Es wird eine Unterstützung für AMD FastSync geben. Das heißt, kein Tearing mehr, sofern ihr einen passenden Bildschirm habt. Zum anderen wird innen drin sein ein 4K UHD, also ne, Blu-ray-Laufwerk, welches nicht sowohl in der normalen PS4, also in der PS4 Slim, als auch in der PS4 Pro vorhanden ist. Obwohl es natürlich die 4K, ich nenne es mal in Anführungsstrichen 4K, ne, dynamisches 4K der PS4 Pro zwar unterstützt, allerdings eben nicht über das Laufwerk. Und das heißt, wenn ihr zum Beispiel in 4K wäre jetzt nichts für mich, aber wenn ihr zum Beispiel gerne 4K oder in hoher Auflösung gerne Filme anschaut und euch einen 4K Blu-ray-Film kauft, ne, dann wird das eben nicht unterstützt auf der PS4 Pro bzw. auf allen Sony-Konsolen. Und auf der Xbox One S als auch jetzt auf der Xbox Scorpio wird das logischerweise dann unterstützt. Dann kommen wir zur Gaming-Leistung. Ja, da gibt es zum einen, Digital Foundry hat es gesagt, also es ist logischerweise eine APU, also Accelerated Processing Unit. Es kombiniert sich aus der CPU als auch aus der GPU. Ist jetzt nicht weiter dramatisch wichtig. Allerdings wird sich ungefähr, also die GPU mit 6 Teraflops belaufen. Jetzt kommen viele an und sagen, okay, 6 Teraflops hört sich ja super an. Ist ungefähr auf Leistungsniveau mit einer GTX 1070. 54 € Grafikkarte, so ganz grob. Und dann sage ich, ja, am Ende wahrscheinlich schon, allerdings nicht unbedingt wegen den Teraflops. Wenn man sich zum Beispiel eine RX 480 von AMD anschaut, die hat auch 5,9 oder 5,8 Teraflops, ist allerdings ungefähr so stark, sogar ein bisschen schwächer in DX, also DirectX 11 Spielen, sogar deutlich schwächer in DirectX 12 Spielen, minimal schwächer meistens, ist sie trotzdem schwächer als eine GTX 1060,
also 1060 von Nvidia, die allerdings nur 4,2 Teraflops hat. Ja. Man kann da also nicht rangehen und sagen, okay, Teraflops ist die Leistung schlechthin und das macht es jetzt aus. Es spielt viel mehr mit rein. Und Digital Foundry ist darauf auch grob eingegangen, allerdings nicht, was ich jetzt gesagt habe mit den Teraflops, sondern eben hauptsächlich, wie sie auf diese Leistung gekommen sind. Sind auf diese Leistung gekommen, indem sie halt gesagt haben, okay, wir erhöhen deutlich die Megahertz-Anzahl. Wir erhöhen natürlich die Compute Units, allerdings nicht so weit, wie eigentlich erwartet, zumindest von Digital Foundry erwartet, und aber eine viel, viel höhere Megahertz-Anzahl. Und dadurch taktet das Ding natürlich deutlich schneller. Und durch die schnellere Taktung haben wir eben mehr Leistung zur Verfügung. Und bei der CPU auf der anderen Seite ist eben nur so viel an mehr Leistung, sage ich mal, zur Verfügung, dass eben 4K möglich ist. Ja, sowohl also als Video, als auch als Spiel. Und da muss ich sagen, okay, also selbst wenn ein Spiel dann auf 1080p, also Full HD, laufen sollte, irgendeins, ja, oder 1440p, also nicht in 4K, sondern deutlich niedrigere Auflösung, wird das Spiel wahrscheinlich keine 60 FPS erreichen, weil ganz einfach die CPU nicht stark genug dazu ist. Da können die optimieren, wie viel sie wollen, ja. Diese CPU ist einfach nicht allzu stark. Das ist eine grob eine Notebook-CPU von 2011. Jetzt nicht die allerschwächste, die man sich so vorstellen kann, aber immer noch alt und relativ langsam. Sie haben auch da die Taktung erhöht, ich glaube von 1,6 GHz pro Takt auf 2,3, sowas um den Dreh, oder 2,1, ist allerdings nicht dramatisch wichtig. Klar, es ist ein Leistungssprung, allerdings wird der hauptsächlich dafür eingesetzt werden, dass 4K passend läuft. Dafür braucht man mehr CPU-Leistung, was auch verständlich ist, allerdings für mehr wird es einfach nicht da sein. Und wenn jemandem einfach 60 FPS wichtig sind, also 60 Bilder pro Sekunde oder sogar vielleicht noch mehr, dann wird man auch damit nicht wirklich glücklich werden. Das heißt, da bleibt einem dann eigentlich nur der PC übrig, denn auch auf der PS4 bzw. der PS4 Pro läuft das nicht stabiler, ja, nicht besser. Und RAM haben sie natürlich etwas mehr drin. Na, was heißt natürlich, die PS4 Pro hat es nicht. Die hat weiterhin 8 GB RAM, 5 GB für Spiele und 3 GB für System. Die neue Xbox Scorpio wird 12 GB RAM haben, sehr schnell angebunden und davon 8 GB für Spiele, also 3 GB mehr als vorher, beziehungsweise als bei Sony. Und 4 GB natürlich fürs System, also auch 1 GB mehr fürs System, damit auch die Benutzeroberfläche in 4K gerendert werden kann. Ist alles ganz nett und schön und wird auch benötigt werden, sicherlich. Ist allerdings absolut nötig, nur ihr werdet halt trotzdem mehr als 4K einfach nicht bekommen. Ihr werdet vielleicht in anderen Spielen, ich sag mal, eine 1440p Auflösung, also WQHD, in Kombination mit, ich sag mal, schöneren Schatten, bessere Beleuchtung, mehr Vegetation, all den Sachen, werdet ihr möglicherweise bekommen. Allerdings dann mit Checkerboard Upscaling, also eigentlich ja, läuft es in 1440p und es wird dann halt hochskaliert auf 4K. Sieht nicht schlecht aus, man kennt es von der PS4 Pro, dass da jetzt allerdings jedes Spiel die nächsten 3 Jahre mit 4K laufen wird. Ich habe meine gewissen Zweifel. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Man wird auch sehen, wie Sony darauf reagieren wird, schlussendlich, weil die neue Xbox Scorpio dann doch nochmal ein gutes Stück leistungsstärker sein wird als die PS4 Pro. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Neue Spiele. Bisher wurde noch nichts angekündigt, allerdings wurde schon gesagt, also es ist offiziell, dass neue Spiele kommen werden. Wohl auch zumindest eines, ein großer Blockbuster noch an neuen Spielen dieses Jahr, also Ende dieses Jahr, zusammen mit der neuen Xbox, also wurde gesagt. Es wäre dämlich, neue Xbox vorzustellen oder neue Hardware vorzustellen, ohne passende Spiele. Und auch die E3 2017 wird sich dem ganz anschließen, das heißt hauptsächlich auf Spiele gerichtet, was ich denke eine gute Methode ist, um Spieler ganz einfach rüberzukriegen, weil nur Hardware wird kaum jemanden interessieren. Und apropos Spieler, und da kommen wir zum Hauptproblem der Konsole. Man hat es ja vielleicht schon rausgehört, klar, es kommt ein Jahr später als die PS4 Pro, aber die PS4 Pro hat 400 Euro gekostet, beziehungsweise ist auch momentan noch 400 oder knapp 400. Und die neue Xbox Scorpio wird sich wohl nicht um 400 Euro rum tendieren. Ja, man hat es auch bei Digital Foundry schon rausgehört, also er geht auch eher von 500 oder mehr aus.
Und das tue ich persönlich auch, also ohne dass der was gesagt hätte, denn die Sache ist ganz einfach die, da ist deutlich mehr Leistung dahinter und Leistung kostet ganz einfach Geld. Und dann kommt man zum Problem, denn zu dem Zeitpunkt wird die PS4 Pro vielleicht schon Preisnachlass vielleicht auf 350 oder 300 Euro bekommen und dann kostet, sagen wir mal, die neue Xbox Scorpio 550. Dann sind das 200 Euro Unterschied oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Lassen wir es 200 Euro sein und dann sehen die Spieler halt, okay, hier Dynamic 4K und hier Real 4K und beides ist so grob 4K und ne, das eine kostet 350, das andere kostet 550 oder wenn es halt die Großeltern oder Eltern für die Kinder kaufen, das eine ist halt günstiger als das andere und zum anderen ist die Sony-Konsole deutlich verbreiteter momentan, das heißt, es wird wohl eher von den Kindern auch nachgefragt werden, dass sie eine Sony-Konsole haben wollen, also eine PlayStation, anstelle von der Scorpio. Von daher kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass es sich durchsetzt, also es wird sich bei technikbegeisterten Leuten möglicherweise schon, allerdings nicht so gravierend, dass es einen allzu erheblichen Unterschied machen wird. Also meines Erachtens nach. Und das war halt auch der Preis. Also so um die 550 Euro würde ich, 500 absolutes Minimum, ich gehe von 550 Euro aus, also 549. Und das ist ganz einfach dafür, zumindest ist es einfach zu viel. Also ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Und ist auch der Vergleich zur Sony-Konsole. Also ich glaube, dass die PlayStation da keinen allzu großen Bruch drin erleben wird. Und wahrscheinlich dann auch 2018 eine neue PS5 vorstellen wird, Ende 2018, beziehungsweise dann halt auf der E3 2018 eine neue PS5 vorstellen wird, oder kurz nach der E3. Und dann natürlich nochmal eine leistungsfähigere Konsole haben wird als Microsoft. Oder ob sie es überhaupt brauchen, stellt sich natürlich dann auch die Frage. Und die Frage stellt sich auch, wie Microsoft damit umgehen wird. Also wenn es nicht funktioniert, wie gehen sie da weiter vor? Setzen sie dann hauptsächlich ihre, sag ich mal, Scheuklappen in Richtung Windows-PC? Oder sagt man, okay, wir versuchen es trotzdem mit der Xbox? Und wenn das halt komplett nach hinten losgeht mit der Xbox, klar, Microsoft überlebt. Allerdings ist es halt schlecht für jeden Spieler. Denn Competition, Wettbewerb ist super fürs Geschäft, fürs Geschäft der Spieler nämlich in dem Fall. Die Sache ist die, wir bekommen bessere Hardware, wir bekommen bessere Deals, wir bekommen bessere Spiele, wenn Wettbewerb herrscht. Und wenn keine Microsoft-Konsole mehr da wäre, nur mal angenommen, rein hypothetisch, wäre das schon ziemlich einschneidend, glaube ich. Also es wäre nicht gut, auch für uns PC-Spieler wäre das nicht gut, aber allgemein wäre das nicht gut. Und dann im Vergleich zur Nintendo-Konsole, jetzt zur Nintendo Switch, da muss man sagen, okay, da gibt es überhaupt gar keine Konkurrenz. Klar sind beides Konsolen, allerdings glaube ich, dass sich niemand hinsetzen wird und sich überlegen, oder nahezu niemand zumindest wird sich hinsetzen und sagen, okay, kauf mir eine Nintendo Switch oder eine Xbox. Denn es sind einfach komplett zwei unterschiedliche Metiers. Das eine ist die Nintendo-Konsole, die ist eher familiengerichtet oder auch für Leute, die die Konsole mal mitnehmen wollen. Und die neue Xbox vor allen Dingen jetzt wird voll auf Leistung gehen. Und das sind zwei relativ unterschiedliche Richtungen, die hier eingeschlagen werden. Und ich kann es mir, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen, dass da eine größere Konkurrenz dazwischen sein wird. Also auch nicht zwischen Sony und Nintendo. Und von daher, also das wird der Microsoft-Konsole keinen Schaden zufügen. Gehe ich zumindest nicht von aus. Ja, wie gesagt, also erscheint im Herbst 2017, Leistung voll und ganz da, allerdings glaube ich nicht, dass die Spieler bereit sind, dafür so viel Geld auszugeben. Spiele werden kommen, sie werden allerdings auch für die alten Konsole kommen, also für die Xbox One bzw. One S von 2013. Gegen Sony glaube ich nicht, dass sie viel in der Hand haben, einfach bedingt durch den Preis, der dann kommen wird. Also sie müssen wirklich mit 400 Euro müssen sie anfangen oder 350 Euro, um da wirklich richtig einschlagen zu können. Wenn sie nicht richtig einschlagen, haben sie keine Chance. Gegen Nintendo glaube ich nicht, dass es irgendeine Konkurrenz hat. Hat es momentan nicht, wird es dann auch nicht haben. Und zur alten Xbox muss man ganz einfach sagen, okay, der Plan ist wohl ganz einfach. Also das haben sie auch schon gesagt, offiziell kann sich natürlich ändern. Kommt darauf an, wie es dann aussehen wird mit der neuen Konsole. Also der Plan ist offiziell einfach, dass man neue Konsolen rausbringt und die alten dann weiterhin unterstützt, solange es eben möglich ist. Ja, das war das, was ich heute zu sagen hatte zur neuen Xbox Scorpio, die dann, wie gesagt, im Herbst 2017 rauskommt. Ich würde mich über Kommentare zum ersten Video freuen. Ich habe alles gesagt, was ich dazu zu sagen hatte. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare unten rein. Ein Däumchen hoch wäre schön und wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, zumindest glaube ich, habe es am Anfang erwähnt,
ist es so, dass diese Folge sowohl auf Soundcloud als auch hier auf YouTube erscheint. Unten drunter kommt nochmal der Link. Sowohl auf Soundcloud ist der Link zu YouTube als auch auf YouTube der Link zu Soundcloud. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, das ist ja eigentlich nur ein Audioformat, wenn ihr euch das einfach nur anhören wollt und irgendwas anderes dabei machen wollt, dann ist es vielleicht geschickter, ihr hört euch das auf Soundcloud, zum Beispiel auf eurem Handy an. Es macht es euch einfach angenehmer, nehme ich zumindest an. Ihr braucht dort nicht groß irgendeinen Account, zumindest nicht so viel ich weiß. Ihr könnt euch das auf jeden Fall kostenlos anhören, genauso wie hier auf YouTube halt auch. So, damit verbleibe ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt ist momentan Ostern, frohe Ostern und bis dahin, man hört sich im nächsten Video bzw. im nächsten Podcast. Our vision and our art come alive. When I saw the specs of this thing, I'm like, wow, I got true to like, they're really going for it. They're not holding anything back. So we gave the SoC 6 teraflops of computing capability to be able to handle 4K resolutions. Gamers are going to get the most powerful graphics processor that's been put into a game console today. It's going to make developers happy. It's going to make gamers happy because they're going to get a very powerful GPU out of it. The highest res. The best frame rate, no compromises. You get 4K gaming, true 4K resolution. I can't wait to see what developers actually do with all that horsepower in the box. We can render at 60 hertz. We can render fully uncompressed pixels, even more real, more vibrant. It's amazing. And what we're able to do now is bring that to the console player. My job as a game maker is about immersion. It's about to put you into an experience and let you live that experience. The richer and more accurate those visuals are, the more immersive it is. And if we can get a lot more performance, and I mean a lot more, like with this, we get to much greater and better game experiences as a result. We're moving Fallout 4 to VR, and to have a console that can support that at the resolution and speed that we really want, I think it's going to be magical. This console is 100% for you guys. We read the articles, we read the reviews. It's the We Heard You console. So that doesn't mean that we are leaving the original Xbox One behind. Every single thing that we've done for Xbox One will continue to work. We add to the capabilities of the Xbox One and the Xbox One family without forcing gamers to abandon all the games in the community that they love so much. These two systems are part of the same family. The games will work on both. The accessories work on both. But the box we're building is incredible. It's going to have 8 CPU cores, over 320 gigabytes per second of memory bandwidth, 6 teraflops of GPU power. It's a monster.